Wie heißt ein Vogel mit einer kalten Leckerei im Namen? Welche Tiere helfen dem Förster beim Bäumepflanzen? Und was machen Tiere überhaupt den ganzen Winter lang? Bei einer kleinen Wanderung durch den Wald hatten Kinder die Möglichkeit, eine Antwort auf all diese Fragen zu finden. Wenn sie gut mitraten und viele Antworten wissen, dann bekommen die Besten von ihnen einen kleinen Anstecker. Aber vorher muss erstmal der Wald erkundet werden. Mit einem Spurensucheheft ausgestattet und Holger Tessendorf als Experten machten sich die kleinen Entdecker auf den Weg. Ihre Reise führte an den Rand der nordöstlichen Mecklenburger Heide. Und das ist auch ein Highlight, die Spuren suchen im Winterwald, dass wir dann die Kinder einladen, die Ferienkinder vor allen Dingen, die dann hier anhand eines Fährtenbuches, was sie dann von uns bekommen, dann die Trittsiegel der Tiere hier auf dem Boden ausmachen, um die dann zu sehen. Das macht natürlich am meisten Spaß, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn es frisch geschneit hat im Winter, aber wo haben wir Schnee, wo haben wir Winter? Ja, nun muss man sich ein bisschen anders orientieren. Aber es gibt auch hier einige Merkmale, Hirsch und Reh und Wildschwein zu sehen hier. Den Igel sieht man jetzt nicht. Ja, dazu ist das der Boden zu hart hier, dazu ist er zu leicht. Aber es gibt auch andere Spuren, die Spechtschmieden haben wir heute gesehen zum Beispiel. Ja, wo der Specht, wo dann unter einer Eiche Fichtenzapfen liegen und jeder fragt sich, wie kommen die da hin? Ja, das war der Specht, ne? Der sich da oben dann einen Ast gesucht hat, wo er dann die Zapfen hineingesteckt hat und die Samen rausgeholt hat. Und wenn er dann satt ist und der Zapfen leer ist, schmeißt er sie runter. Und so liegen dann eben unter einer Eiche Fichtenzapfen. Ne? Das ist schon interessant. Entlang der über 25 Kilometer langen Wander- und Reitwegen gibt es aber noch mehr zu sehen als die Vielzahl der Tiere und ihre Spuren. Beispielsweise wurden hier viele Tannenarten angepflanzt, die ursprünglich aus Nordamerika stammen. Einfach um zu sehen, ob sie anwachsen. Aber nicht nur amerikanische Bäume sind im Ribnitzer Stadtforst zu finden, sondern auch magische und solche, in denen sich ein Tier versteckt. So findet man einen Elefantenbaum und einen Zauberbaum, durch den die jungen Entdecker versuchen können, hindurchzuklettern. Die Kleinen sind allerdings nicht die einzigen, die viel Spaß und Freude im Wald haben. Auch für die Älteren ist es hier interessant. Wenn die Zeugnisse gegeben werden sozusagen, dann feiern sie hier einen Abschluss mit Geschwistern, mit Eltern, mit Lehrern und Erziehern. Und dann machen wir hier ein Event im Wald. Ganz beliebt sind die Schatzsuchen hier. Ich habe eine große Schatztruhe, die wird im Wald versteckt. Und anhand einer sehr abenteuerlich aussehenden Schatzkarte müssen die Kinder dann den Schatz im Wald anhand von markierten Punkten sozusagen dann finden. Das ist immer ein großes Erlebnis hier. Über 15.000 Besucher kommen jährlich nach Neuheide in das Schulungs- und Informationszentrum. Dort können Sie sich in dem kleinen Museum umsehen und etwas über das Moor, den Wald und seine Lebewesen kennenlernen. Oder eine der Erkundungstouren mitmachen. Die Eiche ist eine Lichtbaumart. Die braucht nämlich sehr viel Licht. Und damit das Licht auch auf die darunterliegenden Blätter fallen kann, hat die Eiche Einbuchtungen. Ganz einfach, siehst du? Genial ausgedacht, ne? Saisonbeginn ist normalerweise im April. Aber dieses Jahr gibt es vorher schon eine interessante Führung. Das ist die Suche nach den blauen Moorfröschen. Das ist ein besonderes Naturereignis, was viele Gäste jedes Jahr hier zu uns bringt, in der Paarungszeit den Moorfrosch zu beobachten, wo das Männchen dann für 3 bis 4 Tage dann sein Farbkleid wechselt. Also es wird dann blau und einen blauen Frosch zu sehen, das ist natürlich unwahrscheinlich interessant. Aber wie gesagt, nach wenigen Tagen ist das wieder vorbei. Man muss dann auch sehr flexibel sein und sehr schnell. Bis Ende Oktober finden jeden Mittwoch ab 10 Uhr die sogenannten Premium-Wanderungen statt. Außerdem laufen momentan die Vorbereitungen für das 20-jährige Jubiläum, was das Informationszentrum nächstes Jahr mit einem großen Waldfest feiern wird. Übrigens heißt der Vogel mit der kalten Leckerei im Namen Eisvogel.